Du hältst es fast in der Hand, dort ist es, du kannst es spüren. Doch du hast Angst davor, es wirklich anzurühren. Denn es gibt Zweifel, die in dir die Angst noch schüren. Was wäre die zweite Entscheidung, die andere tun? Du würdest gerne wissen, was sich dahinter verbirgt. Ob es wirklich so ist, wie man es immer so hört. Aufregend, neu oder doch schlimm und gestört. Du weißt nicht wohin, denn dein Sinn ist verwirrt. Dort, wo du gerade bist, ist es warm und bequem. Gehst du fort, läufst du Gefahr, damit baden zu gehen. Für viele ist das, was sie haben, schon schön. Entscheid nicht nur mit Weitsicht, ohne nahes zu sehen. Wer gefühlt wieder betrachte, was du hast und vergleich es dann mit dem Inhalt deiner Wünsche und was du erreichen kannst. Mit diesem einen Schritt, dieser ist oftmals leicht getan. Es gibt aber kein Zurück, aber da denken wir meist nicht dran. You could turn to stone. Think of all you'd own. You could turn to stone. Think of all you'd own. Darüber nachzudenken, nimmt dir trotzdem nie deine Entscheidung ab. Du gewinnst oder verlierst, du bist nun sicher, dass fast niemals beides klappt. Was du wirklich willst, weißt du nur, wenn sich der Wert dir zeigt. Von dem, was du fallen lässt und von dem, wonach grad dein Begehren greift. Aber vielleicht warst du immer schon ein Spieler, der das Risiko kalkuliert. Kletter deine Klippen immer abgesichert, falls er den Halt verliert. Sicher ist es gar nichts, sicher nicht einmal ein Rettungsseil. Frag nicht, wo der Haken ist, genau das ist der Punkt, denn es gibt gar keinen. Rolle deine Würfel, setz auf deine Zahlen und dann decke deine Karten auf. Oder lass es bleiben, aber wenn du es wirklich wagen willst, wart nicht drauf. Lieber nichts versuchen oder alles darauf setzen, was von beiden zahlt sich aus. Wenn es eine Schlacht im Inneren mit dir selbst gibt, über diese Frage trag sie auf. Domino-Effekt, wenn alles ineinander greift, geht es immer weiter. Wenn die Kette greift, kannst du scheitern. Könnte aber auch gut sein, dass an der Seite immer noch ein zweiter Zweig die Kaskade für ewig am Leben hält. Jeder Stein eh umfällt. Hast du deine Wege gewählt? You could turn to stone. Think of all you'd own. Stone.